Teppchen. Aber die Teppchen, so Ortsgeschichte. Ganz besonders begrüße ich, glaube ich, dazu unseren Buchautor Dr. Walter Grauli. Ich darf nochmal klatschen. Ja, Dr. Grauli hat euch zum dritten Mal eingeladen heute Abend, um ja, zu präsentieren den aktuellen Stand der Entwicklung der Sulzer Ortsgeschichte, wie weit sie gediehen ist. Und die Überschrift zum heutigen Abend lässt ja schon die Spannung steigen. Wann war denn Sulzer zum letzten Mal revolutionär? Ich glaube, das müsste 72 sein, die Eingemeindung, Gemeindereform. Aber schon ein Stück her und jetzt sind wir einfach nur gespannt, was hat er aus den Archiven ausgegraben? Was gibt es für uns jetzt Neues? Was hat unsere Vorfahren bewerkstelligt? Wie haben sie gelebt? Einfach die Spannung jetzt ist auf dem Höhepunkt, glaube ich, und möchte es ganz kurz machen, damit man die Zeit ist ja schon recht fortgeschritten, dass man heute Abend jetzt noch was ganz Tolles erfahren. Hier Walter, ich darf das Mikrofon geben. Danke dir. Liebe Sulzerinnen und Sulzer, meine Damen und Herren, allerseits noch ein paar Nicht-Sulzer da sind. Wenige, ja. Herzlich willkommen zu dem heutigen Abend. Sie sehen es auf der Leinwand, dass es schon der vierte Vortrag ist. Ich will jetzt nicht mehr wiederholen, welche Themen alle schon von mir behandelt worden sind. Wir machen vielleicht nachher noch ein klein bisschen dunkler, dass die Bilder besser rauskommen, wenn das möglich ist. Ja. Weiß nicht, wer da Wolfgang, du hast gar mal Licht vorne. Wolfgang, du hast gar mal das Licht ab vorne. Noch ein. Ja, so ist besser. Deutlich besser. So ist gut. Ja. Auch so ist es so spannungsvoll, wenn man so in einem Halbschatten steht, ein Halbdunkel. Ja. Es ist so, dass ich niemals richtig fest in die Kiste hineingreife, denn hinterher soll ja die Spannung noch groß sein, wenn man das Buch vor sich liegen hat, sondern ich nehme immer nur Teilbereiche heraus. So wird es auch sein bei den heutigen Appetithäppchen. Also wenn es beispielsweise um die Revolution geht, da wird nicht alles dargestellt, was Sie daher in dem Kapitel lesen, sondern ich werde eine einzige Figur eines Mannes hervorholen, der eigentlich gar kein Sulzer ist, aber ein Sulz gewirkt hat und eine gewisse Rolle bei der Badischen Revolution 1848 gespielt hat. Und es ist das vierte Häppchen, das heißt, im Jahre 2019, also im nächsten Jahr, wird ein letztes Häppchen kommen. Und ich schätze mal so, dass das so im September rum dann geschehen kann, denn im Frühjahr 2020 soll das Buch auf dem Tisch liegen. Genau. Ja, so ist es, glaube ich, auch im Ortschaftsrat und im Verein Sulz 2020 geplant. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch so klappen wird. Gleich mal die nächste, bitte die nächste Folie. Hier haben Sie nun einige Fakten zu dem Buch. Wie viele Seiten habe ich bisher geschrieben? Sie können davon ausgehen, dass die Seiten sehr klein beschrieben sind. Und insofern ist deutlich mehr Platz in Anspruch nehmen wird. Dazu kommen noch die ganzen Bilder und die Register. Jetzt sehen Sie mal, ich bin auf der Seite 413 angelangt. Wenn ich die Bilder dazu rechne und die Register, da ist gemeint Personenregister und das Ortsregister, dann sind wir schon ungefähr auf der Seite 550. Ich muss mich also beschränken, werde vielleicht auch noch das eine oder andere rauswerfen müssen, dass das Buch nicht zu dick wird, aber Sie können ungefähr mit einer Seitenzahl von 620 Seiten rechnen. Was Sie hier im Punkt 2 sehen,
Mit dem Layout möchte ich im Mai 2019 beginnen. Das Layout mache ich selbst. Und zwar hängt das damit mit InDesign. Das hängt damit zusammen, dass ich es gerne habe, dass Texte, die ich selber geschrieben habe und Bilder, die ich auswähle, in ein harmonisches Verhältnis kommen. Wenn ich einen Layouter nehme, dann schaut er, dass die Bilder irgendwie unterbringt. Das läuft dann nach einem gewissen Containersystem. Und dann sind manchmal die Bilder an der falschen Stelle. Und für mich ist das Ganze, wie meine anderen Bücher auch, ein Gesamtkunstwerk. Deswegen mache ich das selber mit ab und zu mal professioneller Unterstützung. Also im Mai 2019. Und dann wird es knapp. Ja? Es muss ja spätestens dann doch im Januar 2020 in den Druck gehen. Und das Layout ist eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Wie schon gesagt, Buchpräsentation März 2020 in der Sulzberghalle. Ich erinnere an die bisherigen Buchpräsentationen der Ortsgeschichten, die ich geschrieben habe. Und da waren immer ungefähr 400 Leute da, in die Sulzberghalle gehen so viel. Hoffen wir, dass dann auch so viel kommen und dass die dann auch Platz finden. Ich habe mal hingeschrieben, dass das Exemplar 25 Euro kosten könnte in dem Bereich. Da will ich aber nicht vorgreifen. Das könnte auch ein bisschen mehr sein, könnte auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist so ein Preis nur möglich, wenn Sponsoren zur Verfügung stehen. Andernfalls kann man ein solches nicht finanzieren. Sie wissen, dass ich kein Honorar verlange. Und dass ich für das Layout, für die Bearbeitung ebenfalls nicht bezahlt werde und dadurch wird das Buch entscheidend günstiger. Aber wenn man es umrechnen würde, was Druckkosten, was beispielsweise Gebühren für Kopien und dergleichen alles anbelangt, was da alles zusammenkommt, dann käme doch ein Preis aus, was Sie können mit einem ungefähr ohne das Honorar schon mit einem Gestehungspreis von ungefähr 35.000 bis 40.000 Euro mindestens reichen. Und legen Sie das dann mal um, bei einer Auflage von vielleicht 1500, was es dann für das einzelne Buch kosten würde, wenn man keine Sponsoren hätte. Aber wir haben sie ja, und insofern, und außerdem gibt es Strukturmittel des Ortschaftsrates, der ja gesagt hat, diese Sache ist uns wichtig und das kann ja eigentlich die Bevölkerung von uns nur freuen. Die nächste Folie. Ich habe Ihnen mal aufgeschrieben, wer alles an diesem Buch arbeitet. Das bin einmal ich selber mit den einzelnen Kapiteln. Es sind übrigens insgesamt 59 Kapitel. Und das steht alles schon fest, sie müssen nur noch teilweise zu Ende oder überhaupt geschrieben werden. Und Walter Filber, Mediengestaltung in Selbach, der wird ab und zu, wird am Schluss tätig werden, wenn man die Kapitel zusammenbindet und so weiter. Und das fertig als das Drucklayout erstellt, aber im Wesentlichen macht die arbeiten alles selber. Drei Lektoren stehen zur Verfügung. Viele wissen gar nicht, wie ein solches Buch entsteht. Der Autor schreibt das Kapitel und dann hat er es mindestens 4 oder 5 Mal durchgelesen, bis er es weitergibt. Dann geht es an den ersten Lektor, der arbeitet es durch, dann muss der Autor das, was er gefunden hat, einarbeiten. Das sind einmal stilistische Sachen, das sind einfach nur Rechtschreibfehler und dergleichen, dann sind es vielleicht verdrehte Sinnzusammenhänge, das muss dann alles korrigiert werden. Dann geht es zum zweiten Lektor, der bringt es auch wieder zurück. Und auch das wird wieder eingebaut und dann geht es zum dritten Lektor, der auf absolute Korrektheit achtet. Das kommt auch wieder zurück und wird eingearbeitet, die Namen der Lektoren. Sehen Sie da,
die haben alle ihren Schwerpunkt und sind sehr, sehr sorgfältig ausgesucht. Ich weiß ganz genau, was ich an denen habe. Die Bildbearbeitung macht Volker Sorbig ebenfalls ohne Honorar. Es ist eine Riesenarbeit, die einzelnen Bilder druckfertig zu machen. Sie können von ungefähr 400 Bilder in dem Buch ausgeben. Schließlich Umschlaggestaltung, die Werbeagentur Frank und Konsorten. Sie werden nachher den Entwurf sehen, schon um Ihnen mal ein bisschen Appetit zu machen und um Ihnen zu zeigen, wie schön das Buch überhaupt werden wird. Und schließlich der Verlag, damit wir einen Lacher-Verlag haben. Das ist ja schon mal gut. Ja. Verlag Ernst Kaufmann hat sich bereit erklärt, das Buch zu veröffentlichen, obwohl die das normalerweise gar nicht machen. Aber der hat mit mir schon gute Erfahrungen gesammelt mit den beiden anderen Chroniken. Und das nächste Bild. Hier habe ich mal die Sponsoren aufgezeigt. Von E-Werk angefangen. Wohnbach, Stadtlar, Baden-Nova, das ist noch nicht so ganz klar, aber Stadtlar, Sparkasse Stiftung Offenburg, Volksbank Lahr und so. Da haben wir also überwiegend schon ja, die Zusagen, ich glaube sogar von allen, die hier genannt sind, glaube ich, also von Baden-Nova liegen schon Zusagen. Und Notfall gibt man auch noch Rücken. Ja, ja, und selbstverständlich, wenn jemand von der Bürgerschaft jede kleine Spende ist willkommen, da kümmere ich mich natürlich nicht drum. Das ist hauptsächlich die Sache des Herausgebers. Das ist der Heimatverein. Ja, aber an den kann man sich wenden, wenn man noch eine Spende geben will. Nächste. So. Das ist nun eine ganz interessante Frage, die ich mir am Anfang, als ich begonnen habe, gestellt habe. Nämlich, es gibt doch schon zwei Chroniken. Es gibt eine kleine vom Pfarrer Ludwig, verfasst, 1927 erschienen. Und es gibt eine von einem Team verfasst, im Wesentlichen aber von EWL, das im Jahre 1984 erschienen ist. Ja, was macht jetzt der Gaboli? Nimmt er jetzt einfach das, was der Ludwig geschrieben hat und das, was der Hill geschrieben hat und motscht das ein bisschen vornehm zusammen und veröffentlicht das. Das könnte man meinen, aber ich will Ihnen jetzt mit diesen Folien mal aufzeigen, was ist denn dann in dem Buch, was Sie 2020 erwarten, ganz neu. Was steht in den anderen gar nicht drin? Und da haben wir schon mal das Erste. Die älteste Urkunde von 1270 und ihre Interpretation, die anderen sind doch von 1275 ausgegangen. Die haben 1270 gar nicht erbrennt. Das hat ja auch schon mal Irritationen in Sulz gegeben. Und, aber zu Recht wird 2020 als das 750-jährige Jubiläum gefeiert. Das nächste, hochinteressant, das Patrozinium St. Peter. Bislang war das nicht bekannt, wann genau das Patrozinium zum ersten Mal St. Peter, der alten romanischen Kirche von Sulz, aufgetaucht ist. Auch das wird in einem Kapitel, in einer Urkunde von 1364 erscheint es, auftauchen. Nächster Punkt, dass Schuldner in Lahrer Stiftungen, in frühe Schuldner unter den Sulzern und Langenhardtern zu finden sind. Auch das wurde noch nie geschrieben. Und dass es in Sulz Landsknechte gegeben hat. Ich glaube, davon hat man auch nichts gelesen. Nächster Punkt, Sulz in der NS-Zeit. Keine Geschichte ist seriös. Die 1933 bis 1945, ich sage das so hart, die 1933 bis 1945 ausklappt. Deswegen wird es ein sehr großes Kapitel sein. Dass ich mit einfüge, also die Jahre von 1933 bis 1945, also die NS-Zeit 33 bis 39 bis zum Beginn des Krieges im September 1939 und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wird sehr ausführlich behandelt werden und ist selbstverständlich ganz neu, weil das noch nirgendwo behandelt wurde. Auch Sulz in der Weimarer Zeit, also
Nach dem Ersten Weltkrieg von 1919 bis 1933 wurde nur spärlich bisher bedacht. Und auch das werde ich behandeln. Und dann die Sulzer, ich bin jetzt ein bisschen Reihenfolge, von links nach rechts galoppiert. Ja? Da haben wir die Sulzer Revolutionären in der Badischen Revolution. Haben Sie da schon mal was gehört? Ich kann das nicht vorstellen. Also ein bisschen angedeutet war es schon, aber mehr nicht. Und weiter. Das reicht aber noch nicht. Es geht nämlich noch weiter. Nächste Folie bitte. Ich lese es vor, weil es auch ein bisschen klein hier steht. Sulz von 1985 bis 2020. Ist ja wohl logisch, weil die letzte Ortsgeschichte 1985 erschien. Dann die Geschichte des Langenherz und seiner Höfe. Wurde noch nie ausführlich analysiert und beschrieben. Das werden Sie finden in dem Buch. Und dann, damals haben wir die Revolutionäre, ich glaube, da habe ich doppelt gemobbelt, dann Sulzer und Langenherter Auswanderer. Meine Damen und Herren, das halbe Dorf ist ausgewandert. Noch nirgendwo stand das bisher. Hunderte von Sulzern sind nach Nordamerika ausgewandert. Warum und wer das war? Jeden Einzelnen, der ausgewandert ist, finden Sie in dem Buch. Mit Angaben, das war eine der größten Recherchen, die ich bisher vorgenommen habe, nicht in den Ortsakten, da ist es gar nicht drin, sondern im Staatsarchiv in Freiburg. Und dann, Sulz in der Westzeit, auch klar, und jetzt ein Kapitel vom Langenherter Exerzierplatz zum nationalen Naturerbe Langenherth. Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Die beginnt mit dem Bau der Kaserne in Lahr, um mit einigen Höfen, die vertrieben worden sind, und dem Militär, das da oben gewütet hat. Einen überraschenden Einblick gebe ich heute an. Nächste Folie. Wir sind immer noch nicht fertig. Was neu ist, Nummer 3, das Sulzer Ortsgericht. Davon bekommt sie heute zwei Kostproben mit die wertvollste Archivalie, die für Sulz erhalten ist aus dem 18. Jahrhundert. Von Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts sind alle Protokolle erhalten geblieben. Und die kann man noch nicht lesen, weil die natürlich in einer ganz bestimmten Schrift geschrieben sind. Und davon habe ich einen Teil transkribiert und in eine verständliche Sprache übertragen. Und das wird Sie sehr unterhalten. Das bringt Sie auch zum Schmunzeln. Und der nächste Punkt. Die Vereine sind für die Geschichte, also in meinen Augen, und ich habe eine Auffassung von historischer Geschichtsschreibung, ich finde, dass die Vereine als gesellschaftliches Element eine ganz bedeutende Rolle in der Geschichte eines Landes spielen. Deswegen wird dies auch das größte Kapitel sein, der ganzen Geschichte. Genossenschaften und Banken wird dargelegt, da werde ich eine Genossenschaft präsentieren, von denen kein einziger in Sulz eine Ahnung hat, nämlich dass es am Langenherth eine ländliche Genossenschaft gegeben hat. Sie waren noch von kurzer Dauer, aber ich habe es entdeckt und war selber überrascht. Schließlich Sulzer Persönlichkeit, da habe ich welche herausgelöst. Da gehört ein Politiker dazu, aber nicht lauter Politiker, die erscheinen dann in anderen Kapiteln, sonst sind es mehr aus der Dorfszenerie Persönlichkeit. Schließlich wird drin eine Zeittafel sein. In der Zeittafel wird skizzenhaft angefangen von der Vorzeit zu den Römern bis zur Jetztzeit, wird in engen Spalten, werden die wesentlichen Ereignisse von Sulz dargestellt. Sodass einer, der die Sulzer Geschichte nachvollziehen will, auch noch hinten in die Zeittafel geht und kann da durchgehen
Und wenn ihn was interessiert, dann kann er vorne nachblättern, ja, steht da was drüber und wo steht es, das finden wir dann natürlich im Inhaltsverzeichnis. Und das Quellenverzeichnis, Sie glauben gar nicht, wie viele Quellen es über die Sulzer Geschichte gibt. Das sind mehr als 100.000 Blätter. Das ist unglaublich und es sind über 30 Archive. Die wichtigsten davon sind das Generallandesarchiv in Karlsruhe, das Staatsarchiv in Freiburg und das Stadtarchiv in Dahr. Aber es sind so und so viele andere auch, wo man unglaublich viele findet. Und ich habe nun Folgendes gemacht. Ich habe alle Quellen mit ihrer Signatur in das Quellenverzeichnis hineingegeben, sodass irgendein Forscher, der in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, denn Geschichte wird nie zu Ende geschrieben, wenn irgendjemand noch mal Lust hat, über Sulz weiter zu forschen, findet er sämtliche, oder nahezu, ich würde mal sagen, 90-95% aller Quellen genau benannt und hat dann überhaupt keine Mühe mehr, sondern braucht nur sogar mit, um was es geht dabei, ja, das steht auch dabei. Und der schaut das danach, findet die Signatur, braucht nur das entsprechende Archiv zu gehen und sich das zu bestellen und kann dann weiter nachlesen. Das ist was ganz Wertvolles, macht natürlich niemand, weil das unglaublich aufwendig ist, sowas zusammenzustellen. Und jetzt kommt noch das Schlimmste für den Autor selber, das Personenregister. Das heißt, jede Person, die auf irgendeiner Seite dieser 620 Seiten genannt wird, steht hinten im Personenverzeichnis. Wenn Sie also Kolmer heißen oder Kindle, ja, oder Haller oder sonst oder Maut oder sonst einen Sulzer Namen tragen und dann nachschauen wollen, ja, wo finde ich jetzt Haller, ja, oder Schmieder oder wer ist da hinten, wen hinten nachgucken, alphabetisch geordnet und hinten dran steht die Seitenzahl. Und dann kann man vorne nachschauen, aufblättern und kann gezielt lesen. Und das ist was Wunderbares, weil man dann natürlich gleich Lust bekommt, da kann man dann hinten immer wieder neu anfangen und sagen, oh, über den will ich jetzt aber auch was wissen. Eine Schwierigkeit gibt es dabei, nämlich Johannes war ein Lieblingsname, der Sulzer. Oder Jakob. Und da gibt es natürlich mit dem gleichen Nachnamen viele Jakobs. Die habe ich jetzt nicht auseinandergenommen. Denn das wäre, also da, das gibt dann eine Denksportaufgabe für den jeweiligen, welcher Jakob wird das jetzt gewesen sein, in welchem Jahrhundert. Manchmal haben sich die Sulzer damit geholfen, dass sie ihnen Übernamen gegeben haben oder sie haben gesagt, sie haben eine römische Zahl dahinter gesetzt. Also Jakob, nehmen wir mal Jakob Kindle 1, Jakob Kindle 2, Jakob Kindle 3. Ja? Im Dorf wusste man dann genau, wer damit gemeint war. Aber das ist eine schöne Sache, das werden Sie haben, das werde ich natürlich in Ihrem ganzen Schluss machen können. Wenn das Buch, Sie müssen sehen, wenn das Buch ein Layout fertig, erst dann kann man das Register machen, denn da, erst dann hat man ja die genauen Zeichen. Schön. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, wenn das Layout erstellt ist, geht es noch einmal an die Lektoren. Und dann geht es noch einmal zurück an den Autor. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie viel mal diese 620 Seiten durchgelesen werden, durchgeschaut werden, damit ja keine Fehler drin sind. Und wissen Sie, was passiert, wenn das Buch dann auf dem Tisch liegt? Ich schlage eine bestimmte Seite auf und was finde ich? Mindestens einen Fehler oder zwei. Es gibt kein Buch ohne Fehler. Wenn Sie Bücher lesen, wissen Sie das, dann findet immer mal was. Aber das ist wie ein Gesetz. Nächste Folie. So könnte es aussehen.
Das Bild symbolhaft die Simultankirche, sie wurde als Simultankirche, das sind beide Konfessionen, Gemeinde, die Kirche wurde 1864 gebaut für beide Konfessionen. So ist es auch gemeint. Und dass der Ast so runterhängt, alles im Laub verschwindet und im Wald, soll andeuten, dass genau diese historische Situation von Sulz mitten im Wald zunächst abseits gelegen und unten steht dann der Weg, Tradition und Aufbruch. Aus dieser alten Tradition ist man herausgetreten und hat ganz neue Wege zum modernen Sulz, zum größten Stadtteil von da beschritten. So ist die Idee dieses Titels, dass Langenhardt separat behandelt wird, fast gleichwertig, selbstständig, wird die Langenhardt erfreuen. Es gab auch immer ein Verhältnis zwischen Sulz und Langenhardt, das leicht gespannt war, manchmal auch stärker gespannt war. Hier soll aber nichts Brennendes geschehen, sondern es soll das Eigenständige des jeweiligen Bereichs herausgehoben werden. Und ich glaube, das wird die dann freuen, die Sulzwohner, die auf den Langenhardt wohnen. Nächstes Bild bitte. So, jetzt sind wir beim ersten Appetithäppchen, das ich Ihnen lese. Hier geht es um den Pfarrer Christian Friedrich Ludwig Deimling, ein evangelischer Pfarrer, der in Sulz Pfarrer war von 1850 bis 1857. Als der nach Sulz gekommen ist, hat wahrscheinlich von der gesamten evangelischen Kirchengemeinde und von den katholischen Sulzern kein Mensch gewusst, was vorher war. Aber was vorher war, das werden Sie jetzt erfahren. Zunächst aber zur Badischen Revolution. Was geschah da eigentlich? In der Revolution von 1848-49 kämpften freiheitlich gesinnte Bürger für die deutsche Einheit, für eine deutsche Verfassung in einer Republik oder einer konstitutionellen Monarchie, und das in ganz Deutschland, nicht nur in Baden. Aber die Erhebung begann in Baden und setzte sich dann in weiteren deutschen Bundesstaaten fort. Radikaldemokratische Anhänger einer Republik waren die Badener Friedrich Hegger und Gustav Struve. Im April 1848 wollten die beiden in Baden eine Republik durchsetzen. Ihr Kriegszug von Konstanz nach Karlsruhe scheiterte aber nach mehreren Gefechten. Im September 1848 gab es einen weiteren von Gustav Struve initiierten revolutionären Zug, der von Lörrach aus nach Karlsruhe führen sollte. Er wurde aber schon in Staufen durch großherzogliche Soldaten zerschlagen. Für das Revolutionsgeschehen des Jahres 1849 gab die Meuterei der Soldaten in der Festung Rastatt am 11. Mai einen kräftigen Anstoß. Das will ich jetzt vorwegnehmen, ohne es genau zu schildern. Da waren Sulzer dabei. Nachdem schon in den beiden Tagen zuvor Soldatenversammlungen stattgefunden hatten, versammelten sich gegen 10 Uhr Soldaten des 1. und 3. Infanterieregiments sowie Festungsarbeiter vor der Kaserne und forderten die Freilassung eines Kameraden, der wegen aufrührerischer Reden auf einer Soldatenversammlung eingesperrt worden war. Die Situation eskalierte und die Unruhen breiteten sich in der ganzen Stadt aus. Zwei Tage später rebellierte das Leibregiment des Großherzogs Leopold. Er floh nach Koblenz. Am 1. Juni wurde eine provisorische badische Regierung gebildet. Am 3. Juni fanden demokratische Wahlen statt. Und am 10. Juni
eröffnete Lorenz Brentano als Präsident der Regierung in Karlsruhe die verfassungsgebende Versammlung von Baden. Dann marschierten zur Niederschlagung der Unruhen die Preußen ein. Die Badische Revolution endete in der Entscheidungsschlacht am 11. Juni 1849 bei Waghäusel mit dem Sieg von Bundestruppen unter preußischem Befehl und den nachfolgenden Gefechten bei Rastatt. Die etwa 30.000 badischen Revolutionäre waren den 60.000 gut ausgerüsteten nassauischen, württembergischen und preußischen Soldaten deutlich unterlegen gewesen. So, was hat nun unser Pfarrer Daimling mit der ganzen Sache zu tun? Pfarrer Christian Friedrich Ludwig Daimling wurde 1812 in Pforzheim als Sohn eines Weinhändlers geboren. In das Revolutionsgeschehen geriet er während seiner Pfarrertätigkeit in Kirnbach im Gutachtal. Er bat 1846 den Oberkirchenrat um die Erlaubnis, die aus Pforzheim stammende Emilie Gerwig heiraten zu dürfen. Dieser leitete die Bitte weiter an das Badische Ministerium des Innern, das daraufhin am 16. Dezember 1846 einwilligte. Diese Heirat brachte Daimling einem Mann nahe, der als Hauptrevolutionär in Kinzig und Gutachtal gelten kann. Pfarrerkollege Christoph Heinrich Adolf Gerwig, ein Bruder der Ehefrau. Gerwig wurde 1850 nach dem Scheitern der Revolution aus dem Pfarrdienst entlassen und in Abwesenheit wegen Hochverrat zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er wanderte nach Amerika aus, war dort Pfarrer beim 37. Ohio Regiment in Cincinnati und beging im Jahre 1862 Selbstmord. Über Pfarrer Daimling erfährt man aus seiner Personalakte, dass er 1846 an gesundheitlichen Beeinträchtigungen litt, mit der Mentalität der Kirnbacher nicht zurechtkam und sich deshalb am Ort nicht wohlfühlte. Ein Zeugnis des Wolfacher Amtsarztes stellte die Beschwerden des Pfarrers in einen Zusammenhang mit den ungünstigen klimatischen Bedingungen Kirnbachs und mit der ungünstigen topografischen Lage des ohnehin ungesunden Pfarrhauses und empfahl dringend, ihm zu erlauben, in Bälde einen Wirkungskreis in einem milderen Himmelsstrich fortzusetzen. Daimling wurde nicht müde, sich um jede frei werdende Pfarrstelle zu bewerben. Ins Visier der Obrigkeit geriet der Pfarrer wegen einer am 20. Mai 1849 in der Kirche von Kirnbach gehaltenen Predigt. Eigentlich vernommene Zeugen sagten aus, er sei auf die Verhältnisse im Land zu sprechen gekommen und habe betont, dass jetzt die Zeit da sei, sich voll und ganz für die Freiheit einzusetzen und habe auch dazu aufgefordert. Später habe er an anderer Stelle gesagt, man müsse sich mit Mut, Blut, Leib und Leben für die Freiheit einsetzen. Wegen dieser als Aufforderung zum hochverräterischen Aufruhr befassten Äußerung, die von Denunzianten nur zu gerne bestätigt wurde, lieferte man Daimling in das Amtsgefängnis ein und begann eine Untersuchung. Das evangelische Dekanat Hornberg in Gutach wurde um eine Stellungnahme gebeten und stellte mit Schreiben vom 17. August 1849 Daimling als einen vom Schwager Verführten dar, der eigentlich zuvor politisch nie agiert habe, aber durch den Kontakt in Unverstand geraten sei und deshalb Mitleid. Daimling wurde am 10. September mit dem Hinweis freigelassen, er möge seinen seelsorgerischen Dienst in Kirnbach wieder aufnehmen. Darauf schrieb er einen Bericht an das Dekanat, in dem er deutlich machte, dass er seine Verhaftung einigen Denunzianten im Ort verdanke, die Mehrheit der Kirnbacher stehe aber hinter ihm. Als Redelsführer der Verleumder nannte er den Bürgermeister und den Lehrer.
Glaubensverhältnissen gewidmet habe. Die Predigttexte legte er bei. Er versicherte, dass es ihm um die religiöse Freiheit gegangen sei und dass er in politischer Hinsicht lediglich vor Verirrungen und Missbrauch gewarnt habe. Um einiger Menschen willen, so Deimling, die selbst den Meineid nicht scheuten und das ganze Lebensglück seiner Familie ihrer Bosheit und Rachsucht zu opfern, sei er 25 Tage lang wie ein Verbrecher seiner Freiheit beraubt gewesen. Sein Vermögen, seine Ehre und seine ganze künftige Lebensexistenz habe man auf das Kränkendste gefährdet und preisgegeben. Deimling war überzeugt, freigesprochen zu werden, jedoch es kam ganz anders. Das großherzogliche Hofgericht des Oberrheinkreises in Freiburg sprach ihn am 13. Dezember 1849 der Teilnahme an hochverräterischen Aufrufen schuldig. Er wurde zu 6 Monaten Arbeitshaus sowie zum Schadenersatz für die Untersuchungs- und Straferstehungskosten verurteilt. Deimling legte Widerspruch ein und hatte mit dem Rekurs Erfolg. Am 28. Juni 1850 erklärte ihn das großherzogliche badische Oberhofgericht in Karlsruhe für, Zitat, verdachtlos. Was das Gericht in der umfangreichen Darlegung an Entscheidungsgründen anführt, wäre eine separate Veröffentlichung wert. Man erfährt, dass schon 1845 und 1846 der Pfarrer ständigen Angriffen, teilweise mit Steinwürfen und Schlägen ausgesetzt war und dass letztlich die feindliche Haltung des Bürgermeisters von Kirchbach und des dortigen Lehrers und Ratschreibers zur Denunziation geführt hat. Die abschließenden Bemerkungen der Richter seien noch kurz erwähnt. Zitat: Man mag nun auch dahingestellt sein lassen, ob es politisch